Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Minecraft. Ja, ich habe ein wenig weitergebaut, wie ich gesagt habe. Zwar habe ich hier schon die Minecraft-Strecke weitergebaut. Wir haben ja hier oben, bis hierhin sind wir gekommen, da fährt das Minecraft hier runter. Da runter. Hier runter in diesen Zwischenstock. Hier wird dann automatisch immer die ganzen Sachen entleert oder vollgefüllt, je nachdem. Fährt hier entlang und hier soll es dann wieder mal raus, irgendwo hin. So, dafür bauen wir jetzt mal weiter. Bauen wir das Labback. Achso, hier muss ich mal ausschalten. So, geht's hier entlang. Drei. Wir müssen aufpassen, wir müssen jetzt genau wieder zur Farm irgendwo hin. Ich werde die Strecke jetzt etwas unterirdisch bauen. Was haben wir denn hier eigentlich? Was hat man hier eigentlich, dass das hier so, ja, Cobblestone ist? Da muss ja irgendetwas sein. So. Wir müssen dann ein wenig nach rüber. Was machen wir erst hinten weiter? Der haut da rein mit Effizienz. Das geht ja gar nicht hier. Ah, okay, wieder. Mistcraft, da habe ich auch noch nicht weitergemacht. Wollte ich auch schon einiges machen, aber noch nicht dazu gekommen. So. Ja, gehen wir einfach mal hier weiter. Und ein bisschen Licht, kann nicht schaden. Jetzt nach drüben. Frage ist, wie weit, ne? Die Frage ist auch, wie hoch wir sein müssen. Damit wir genau dahin kommen, wo ich will. Das müssen wir einfach mal hier entlang. Ich weiß ja nicht, wie höher wir jetzt sind. Jetpack. Wo bist du, Jetpack? Hier. Bunden wir uns einfach mal nach oben, dann wissen wir, wo wir sind. Wir sind um 1, 2 daneben. Aber schaut gut aus, ne? 1, 2. Das heißt, wir müssen hier irgendwo entlang. Ja. Hier kommen wir raus. Ach, komm mal rauf hier. Weil wir brauchen hier nicht oberirdisch fahren. Das hat keinen Sinn hier. Machen wir schön unterirdisch und kommen wir da einfach dann rauf. Wenn wir doch mal oberirdisch was brauchen, können wir ja noch eine Leitung nach oben legen. Die Strecke ist so, schaut gut aus. Zack, fährt daher. Hier oben können wir wieder dicht machen, braucht kein Mensch. Zack. Wobei man könnte ja da so eine Art Licht einfallen machen, aber nee, brauchen wir auch nicht. Hier noch das Kupfer raus. Hier so im Weg rumsteht. Brauchen wir es eh nicht unbedingt, aber ja. Schaden kann es ja vorerst mal nicht. Vielleicht fällt uns mit Kupfer noch was ein. Bei so viel haben wir ja auch nicht. Soll es ja nicht übertreiben, ne? Wir sind nicht stinkreich hier in Minecraft. Hier fehlt mir noch eine Fackel irgendwo. So. Ja, mag Sinn. Zack. Auch zumal wieder schön hier. Gut, nochmal Kupfer. Ach du Männer, wie viel man da eigentlich findet, wenn man gar keins haben will, ne? Voll komisch hier. So, und hier geht's dann nach oben. Zack. Hier oben machen wir wieder schön dicht. Das brauchen wir nicht. Hier den Eingang. Ja, wobei, den Eingang kann nicht schaden. Aber das wird nicht klappen, wenn wir hier eine Way-Strecke haben. Können wir nicht hier zugleich einen Eingang machen. Müssen wir halt hier reingehen. So, erst die Fackel. Ne, den machen wir noch weg. Was ist denn hier drin überhaupt? Ach so. Die Fackel. So. So, damit das ein bisschen, ja, besser aussieht. Gut, da geht es dann wieder nach oben. Und dann haben wir eigentlich unseren Kreislauf fertig. Wie gesagt, ich will das Minecraft in den Kreis schicken. Also nicht wieder stoppen und zurück, sondern nein, das soll die ganze Zeit in den Kreis fahren. Das ist mein Plan.
auch gewisse Gründe, warum ich es so baue. Weil später da ziemlich viel drüber laufen wird und es werden mehrere Züge laufen. Und dann klappt das so mit dem Stoppen und Zurück nicht mehr so ganz. Klappen schon, aber ich will das so haben. Was mir persönlich so besser gefällt. So, ich habe schon Schiene und sowas vorbereitet. Dann nehmen wir mal ein Stack mit. Die werden wir auch brauchen. Booster-Schienen haben wir jetzt. Habe ich die jetzt mitgenommen? Komisch. Minecart habe ich auch schon gemacht, um zu testen, ob das Minecart überhaupt so weit fährt. So, die habe ich auch mit. Dann tun wir mal hier unten rein. Vielleicht sind hier Monster. So, das fährt hier entlang. Hier wird es vielleicht wieder tanken. Das heißt, sollte es hier ausgehen. Ne? Vielleicht hier noch eine Boosterschiene. Zack. Dann wird es hier wahrscheinlich später mal tanken. Das heißt, dann wird es angestupst. Dann machen wir hier noch eine. Dann hier entlang. Dann hier noch eine. Dass das immer schön Dings wird. Also angestupst und so. Zack, entlang. Oben die Kurve, nach der Kurve noch eins. So. Und weiter. Hier würde ich sagen, genau in der Kurve. Nee, genau in der Kurve geht ja nicht, weil wir. Oder doch? Muss ich mal testen, ob das so geht. Nee. Genau, das geht gar nicht. Das heißt, wir müssen hier vor der Kurve nochmal richtig Gas geben, damit ein Hügel hochkommt. Genau, das ist dann, dass er nur die Kurve schafft. Denn hier im Hügel bauen wir hier noch welche ein. Zwei Stück. Und die werden wir von hier befeuern. Zack. Zwei. Geht sich das aus? Meist schafft er das darauf. Das machen wir hier eine dritte noch rein. Wenn der schwer beladen ist, kann es sein, dass er es nicht schafft. So, und wenn wir jetzt hier im Minecart losschicken, nachdem wir eins hätten, wenn wir eins hätten natürlich. Oh, komm, lauf. Wir müssen uns unbedingt mal eine Quantumrüstung bauen. So, ein so ein Minecart. Mal hier so machen. Mal mitfahren. Geht das ja ziemlich schnell ab hier. Zack, hier bleiben wir logischerweise stehen. Weil hier eine Track ist. Holding Track, also. Wie nennt man die jetzt? Boarding Track, also. Ja, da wartet er, bis er vorgeführt wird. So, jetzt fahren wir aber trotzdem mal die ganze Spur entlang. Ich hoffe, wir hauen uns nicht den Kopf an. Zack. Also hier entlang, dann geht's hier entlang. Da geht's wieder nach unten. Dann wieder nach oben. Hier wieder schön nach unten. Hier entlang, hier wird dann alles befüllt und so weiter. Und dann bleiben wir wieder hier stehen. Sehr gut. So wollte ich das haben. Jetzt müssen wir natürlich auch schauen, wie wir das Ganze, ja, handhaben. 40. Bekommst du ein bisschen Kohle? Ne, Kohle bekommst du keine. Charcoal bekommst du. Kohle wäre zu teuer für dich. Hier in den Ofen habe ich auch noch Charcoal durchgebrannt. Komm schon, so. Damit wir immer etwas auf der Seite haben. Jetzt müssen wir eben die Flüssigkeit transportieren. Ich will ja hier mal vorerst Wasser rüber zur Farm. Dafür brauchen wir. Das legen wir alles mal hier rein. Den können wir auch hier reinlegen. Den Rest, da muss mal nach oben. Ausgang hier. Wir müssen auch aufpassen, dass hier kein Creeper dann spawnt. Natürlich auch so eine Sache, ne? So, den Kakao haben wir alles da rein mal, dass der das durchschmelzt. Die Shards da in die schöne Truhe. Kann man hier eigentlich auch mal sauber machen, damit man sieht, was hier reinkommt.
Kann ja auch nicht schaden. So, das, das. Eine Bienenhäuser habe ich auch noch nicht aufgestellt. Ach Mann, bin ich ein fauler Sack hier. So, du da, du da. Jetzt haben wir ein bisschen Platz hier. Äpfel. Liquiduct Pipe. Habe ich schon eine vorrätige Kiste? Ja, hier. Dann machen wir das hier mal rein. Crafter kommt auch rein. Was wir jetzt brauchen, sind Dankcards, die in folgendermaßen ein normales Card. Und hier dann drei Stück zum Beispiel. Jetzt muss ich trotzdem nochmal nachschauen. Crafting Guide. Es gibt ja hier verschiedene Cards. Okay, da braucht man einen Tank. Ich dachte, da geht's mit einem anderen Tank. Jetzt muss ich hier mal schauen. Denkcard. Und hier kann man beim Denkcard dann Wasser dazu machen. Dann kann er nur Wasser laden. Und das Ganze geht bei den anderen Flüssigkeiten auch. Aber wieso hier ein Iron Tank? Das ging doch. Okay, das ist mir neu. Tja, wenn er das so haben will, dann machen wir das so, ne? So, da haben wir den hier und da brauchen wir jetzt ein Wasser. Geht das so auch? Jetzt weiß ich nicht, ob der dann nur Zellen laden kann. Ich will natürlich Eimer haben. Eimer Wasser habe ich mit. Aber nur ein Eimer habe ich mit. Soll ja kein Problem sein. Wir haben ja hier unsere schöne Anlage. Da einmal Rechtsklick drauf, zack, und schon haben wir ein Eimer Wasser. Brauchen wir nicht rumlaufen, gar nichts. Dafür ist das gedacht. So. Dankert Wasser. Sehr gut. Den können wir wieder wegmachen hier. Und jetzt gehen wir mal Bubu machen. Ab ins Bett. Schlafen. Geht nicht. Ich dachte. So, das schaut nur so dunkel aus. Ist es aber nicht, ne? Runter. Ich glaube, ich habe schon so. Wasserlader, also Liquid Loader und Unloader gebaut. Ja, hier. Liquid Loader und Unloader brauchen wir. Den brauchen wir. Gut. Und wir brauchen noch Boarding Tracks. Die habe ich auch noch so Holding Tracks, die was in beide Richtungen sind. So, wir müssen hier dann irgendwo mal Wasser laden. Das werden wir hier machen. Das heißt, hier kommt eine Boarding Track rein. Du kommst hier raus, du bist ja ganz falsch. Hier kommst du rein. Du kommst da vorne einfach mal rein. Boosterschiene hier. Pustekuchen da. So. Und hier kommt der Loader hin. Da muss jetzt, ich glaube, von oben platziert werden, ne? Ah, genau so. Der führt sich intern, ja. Hold empty. Top off. Ja, hätte ich die Frage, ne? Das wirklich so funktioniert, wie ich mir jetzt das dachte. Es wäre noch gut wissen, was das heißt, ne? Ich teste einfach mal, wenn ich das Kart hier entlang schicke. Sollte der es füllen? Schön langsam macht er das anscheinend. Okay, das dauert. Und dann sollte er es weiter schicken. Ich bin mal gespannt. Oder Dank hat hier eine Filter, dass er. Ach no. Da habe ich den Eimer rausgenommen. Kann ich das so irgendwie? Nee. Muss ich hier. Okay, jetzt fährt das los. Gut. Das ist ja schon mal nicht schlecht, aber wir müssen auf den Filter achten. Der darf wirklich nur Wasser aufnehmen, weil wir ja mehrere Flüssigkeiten hier transportieren werden. So, genau, der bleibt hier stehen und hier sollten wir wieder entladen. Und zwar sollte er eben hier Wasser reinpumpen. Ist die Frage, wo soll der das machen? Ich würde sagen, gleich mal hier irgendwo kommt die Boarding Track. Und hier bei denen da nochmal den Filter Wasser rein. Damit das auch so passt, dass der den Filter hat. Und Unloading machen wir von unten.
Das heißt, wir bauen hier ein Liquid Unloader rein und die Schiene drauf. So, dann leert er sozusagen den Tankwagen von unten. Hier können wir wieder dicht machen. Schöne, was sie hier gebaut haben. Der Aquarius-Akkumulator kommt weg. Den brauche ich dann ja nicht mehr. Und hier kommen dann noch Pipes hin. So. Vorerst mal unten. Genau. Das heißt, wir brauchen Liquid Duct Pipes noch. Haben wir jetzt keine da, dann müssen wir wieder nach Hause. Ein Schalter schätze ich mal. Ich weiß jetzt nicht, muss ich mal schauen, dass das Minecraft ja nicht stehen bleibt. Wenn der Tank voll ist, soll das Minecraft einfach weiterfahren. Soll seine Runden drehen und die Sache hat sich erledigt. Aber das wird später dann sowieso noch überwacht, dass wenn der Tank voll ist, fährt das Minecart auf eine, ja, Nebenstrecke, wird der Tank dann wieder leer, dann kommt das Minecart wieder und befüllt den Tank. Das wird dann alles später computergesteuert, aber wie gesagt, alles erstmal später. So weit sind wir ja noch nicht. So, runter hier. Und jetzt schauen wir mal, dass wir das hinbekommen, so wie ich es haben will. Ist immer so eine Sache, wenn man was haben will, ne? So, das passt. Dann sollten hier Liquid Duct Pipes dran. So, jetzt werde ich die noch nicht zusammenbauen, weil ich zuerst mal hier noch drauf achten will, ob das wirklich funktioniert. Da ist die Wrench. Ich dachte schon, ich hatte gar nicht mit. Und wenn wir den jetzt abbauen, geht das eigentlich mit denen auch? Ja, geht. Jetzt müssen wir natürlich. Ja, wir schicken ihn einfach einmal los hier. Der sollte dann hier rüberkommen, automatisch. Hoffen wir mal, dass er kommt. Kann natürlich jetzt etwas dauern, bis er kommt. In der Zwischenzeit kann ich mal labern. Und die müssen halt auch sagen, er darf nur Wasser entleeren. Und hier ist die Frage, das Empty, glaube ich, muss ich ausschalten, so dass er. Wir werden es testen, dann sehen wir es eh. Das heißt, das Minecart soll weiterfahren, sofern der voll ist. Na, mal gucken, da müsste man ja mal die Zeit stoppen, wie lange der braucht für eine Runde. Wobei unten haben wir ja gesehen, beim Befüllen ist er nicht gerade der schnellste, ne? Es dauert ein wenig. So. Ja, hier lassen wir mal offen, damit wir sehen. Ach, hier kommt's. Hier wird geleert, das passt. Aber rausgezogen wird irgendwie nichts. Na, schauen wir mal. So, der ist voll. Und jetzt sollte es eigentlich weiterfahren. Ah, genau. Da muss ich da umstellen. Okay. So, jetzt müssen wir natürlich schauen, warum der nicht rauslässt. Okay, von der Seite geht's. Gut, dann kommst du hier wieder weg. Und das war jetzt einfach so, das heißt ohne Schalter sogar. Wie ich das mitbekommen habe. So. Das heißt von der Seite, naja, auch egal. Und müssen wir hier schön zumachen, das heißt wir hauen mal kurz. Hier ein paar Steine durch. So, du kannst weg. Du kannst weg. Du kannst weg. Damit wir das ein bisschen schöner machen können hier. Genau, wenn wir den jetzt nochmal eine Runde schicken, wie können wir den jetzt ansteuern hier? Ich glaube, mit dem Schalter müsste das gehen, ne? Ach, Menno. Genau. Da müsste er wiederkommen und wieder befüllen. Und wir haben hier einen Stein. Können wir das hier jetzt zumachen? Ja. Hier sieht man halt nur ein bisschen, aber egal. Und so wird unsere Farm dann immer automatisch befüllt. Mit Wasser.
Und dann machen wir natürlich dann später auch noch andere Büffelmethoden. Zum Beispiel können wir ja hier dann Seeds abholen oder so. Beziehungsweise wir holen das ab, was hier alles drin ist. Ihr seht, das wird ziemlich voll hier. So, der macht den Tank voll. Wenn er dankvoll ist, ist er ein bisschen leer und dann fährt er wieder weiter. Zack. Jedenfalls würde er jetzt noch eine Runde fahren, wenn wir hier nicht eine Holding Track hätten. Genau, und ich will das so machen, dass der dann sozusagen hier auf eine Nebengleis fährt und erst wenn der wieder leer ist, dann fährt er eine neue Runde. Dass der nicht wie wild in meinen Kreis fährt, weil das ist ja auch nicht gut, sondern schon alles gezielt und alles nach Richtlinien. Gut, dann war's das erstmal für die Folge. Bis in der nächsten. Viel Spaß und ciao, Leute.